Einer der Kompositskulpturen, die wir auf unseren ersten Erkundungsmissionen entdeckt haben. Sie besitzt ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn und der Innenseite der Hand war meiner Meinung nach auf einen Zustand der Erleuchtung hinweist, da Andeutungen auf Wissen und die großen Alten in fast jedem Basrelief, das wir bislang gefunden haben, Erwähnung finden. All das lässt mich glauben, dass die Kreaturen in diesen Hallen wissen, welche Art auch immer von den großen Alten, den sogenannten Gestalten aus urzeitlichen Mythen erhalten haben. Okay, wird jetzt auch schon wieder das dritte Auge angemerkt. So. Weitere Ausführungen der Kompositskulpturen, deren Erscheinungsbild von menschlich bis reptilienartig reicht, sind zumeist beschädigt und allgemein in schlechtem Zustand. Der Bildhauer hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Ach, daher kommen die Reptilienmenschen, ich verstehe. Das Übermaß an fünf zackigen Formen auf den Bauwerken, die wir bis jetzt gefunden haben, kann nicht ignoriert werden. Des Weiteren sind die meisten der eleganten Figuren, die die gewaltigen Tore zieren und stillschweigend auf uns herabblicken, reptilienartig. Reptilienartig, oh je. Das Antlitz dieser grotesken, reptilienartigen Gestalt, die vor so vielen Äonen angefertigt wurde, sorgte bei Entdeckung für Aufruhr in der Mannschaft. Einige behaupten sogar, sie würden gedämpftes Gelächter aus ihrem Innern vernehmen. Auf dem Pinienzapfen, den sie mit ihren humanoiden Händen bewachte oder zu verstecken versuchte, sind Symbole eingraviert, die wir noch nicht entziffern konnten. Alles klar. Okay. Gefunden. Wir sehen uns natürlich gut um. Okay. Ja, wird schon mal einiges aufgeklärt. Und wir stehen jetzt erstmal auf. Hier kann ich auch sonst nicht viel machen. Ah. Na schön. Alles einmal angesehen. Hier wieder eine Schneebrille. Dann werden wir hier wohl mal weitergehen müssen. Ja. Da kommen wir ebenso rein. Ein weiteres Bild. Okay, wieder von einem Kind. Wer weiß, wie lange die hier schon sind auf der Expedition. Handschuhe. Die will er aber nicht ankrabbeln. Schlüssel. Aber wofür? Johann de Witt. Ich habe einen Schlüssel mit einer Aufschrift gefunden. Da müssen wir gleich mal nachsehen. Dass wir den auch einsetzen können. Also gut. Und hier drüben. Okay. Älterer Herr. Hier eventuell seine Frau und er vielleicht? Weiß es nicht. Und ganz unten haben wir auch wieder nichts. Zwei Jacken. Aber eine Notiz. Ich bin geneigt, der Auffassung Glauben zu schenken, dass unsere nächtlichen Visionen nicht nur vage und fantastische Reflexionen des Erlebten im wachen Zustand sind. Jedes Mal, wenn ich in den Schlaf gleite, bin ich aus irgendeinem Grund dazu in der Lage, in meinen Träumen atemberaubende Landschaften zu erkunden. Eine vollkommen fremdartige Perspektive mit unnatürlichem Charakter, mit der sich die äußeren Sphären der mir bislang noch unentschlossenen Welt mit einer unglaublichen Intensität darstellen lässt. Ich weiß nur, dass dies seit Beginn der Konarium-Sitzung möglich ist. Obwohl ich keiner der Teilnehmer bin, bin ich trotzdem davon betroffen. Es fühlt sich an, als würde ich während meiner Ohnmacht in die ewige Leere hineingezogen, als würde ich die Schwelle zwischen Traum und dieser fremden Realität überschreiten. Okay, hier ist auch die Rede von der Konarium-Sitzung. Das hat dann vielleicht mit dem... Hängt das dann auch wieder mit der Bewusstseinserweiterung zusammen? Müssen wir nochmal sehen. Wie genau das dann alles zusammenhängt. So, hier sind jetzt zum Beispiel auch Handschuhe. So, damit können wir aber nichts anfangen. Ja, ich bin jetzt doch schon sehr interessiert, muss ich sagen. Also, mein Interesse ist definitiv schon mal geweckt. Locked. Da können wir nicht rein. Und locked. Hier ebenso nicht. Ist da noch was drin?
Okay. Für den Fall der Fälle. Wer weiß, wann wir es brauchen können. Manche Geräusche kann ich nicht ganz zuordnen. Gut, James. Aha. Nett. So. Genau, der Schlüssel passt hier. Ich habe Notizen gefunden, die von einer Geisteserkrankung handeln. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit in der gesamten Mannschaft dramatisch verschlechtert hat. Eine äußerst beunruhigende und zugleich merkwürdige Angelegenheit, weshalb ich diese Zeilen als eine erste Diagnose auf Papier festhalten möchte. Bei den folgenden drei Personen sind die Symptome besonders ausgeprägt. Dr. Barlow, Dr. Anderson und Frank Gilman, den ich seit Beginn dieser Probleme regelmäßig genau untersuche. Während der vergangenen beiden Nächte sind die oben genannten Expeditionsteilnehmer schreiend in ihren Betten aufgewacht, was sich demoralisierend auf den Rest der Mannschaft ausgewirkt hat. Als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie deutliche Veränderungen im Verhalten aufwiesen. Im Laufe der Zeit hat sich ihr geistiger Zustand extrem verändert. Mit genügend Aufwand konnte man sie dazu bringen, dass sie sich wie vollkommen andere Personen verhielten, was mich zu der Annahme führte, dass es sich dabei um eine Art multiple Persönlichkeitsstörung handeln könnte, aber es ist noch zu früh für eine eindeutige Diagnose. Bei anderen Expeditionsteilnehmern sind die Symptome zwar nicht so ausgeprägt, aber sie verhalten sich weitestgehend so, wie man es von ihnen erwartet. Aber auch hier sind die Unterschiede deutlich erkennbar. Ihr Zustand verschlechtert sich jeden Tag und jeder, der diese Symptome aufweist, muss auf Herz und Nieren untersucht werden. Ich habe Dr. Faust darüber informiert und ihn vor den Konsequenzen gewarnt. Er wirkte besorgt, hat mich aber seitdem nicht mehr darauf angesprochen. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass wir professionelle Hilfe von außerhalb erhalten oder die betroffenen Personen fortschicken können, damit sie sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, was angesichts der Umstände das einzig Vernünftige wäre. Gut, na, man sieht, wir sind hier in einer Antarktisstation, abgeschieden von der Zivilisation und haben es hier mit mysteriösen Mächten zu tun. Also, ich würde sagen, hier kann schon mal einiges schief gehen. So, das hatten wir schon mal gesehen. Hier. Ja, das ist die Frage. Ob hier wirklich alle schon, naja, wahnsinnig geworden sind. So, da kommen wir ja nicht rein. Dr. Faust Franklin Gilman. Das geht alles nicht. Ich glaube, hier kommen wir fürs Erste nicht weiter. Ich frage mich natürlich... Hui. Was es denn jetzt hiermit auf sich hat? Pflanzen. Ja, ich glaube, hier werden wir noch nicht sonderlich weit kommen. Ah, ich glaube nicht. Wir gehen erstmal weiter. Weg von den Piepsen. Gut, das haben wir uns jetzt erstmal angesehen. Aber die restliche Station wartet auch noch auf uns. Wer weiß, wie groß die ist. Okay, dann sollten wir mal in die Richtung hier sehen. Wahrscheinlich noch genug Räumlichkeiten. Okay, Krankenstation haben wir hier. Hier gekühlt. Ich glaube aber, mehr will ich da nicht sehen. Okay. Achso, das geht ein wenig besser. Upuaut Antarktis Expedition. Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokuments erklären Sie sich mit den unten verfassten Bedingungen einverstanden. Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang eingereicht werden, können Strafen zur Folge haben. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, meine täglichen Pflichten im Rahmen meiner Fähigkeiten bestmöglich auszuführen, den Anweisungen des Expeditionsleiters Dr. Faust Folge zu leisten und soweit erforderlich an einer Reihe medizinischer Sitzungen in der Upuaut Antarktis Basis teilzunehmen. Die Risiken der Teilnahme an den zuvor erwähnten medizinischen Sitzungen wurden mir ausführlich erklärt. Alle Fragen zur Prozedur, warum diese notwendig ist, welche Vorteile sie hat und welche Risiken sie birgt, wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich gebe durch Unterschreiben dieser Einverständniserklärung deshalb meine informierte Zustimmung zur Durchführung der Prozedur. Okay, hier haben sie alle unterschrieben.
Frank Gilman. Okay. So, da sehen wir auch nochmal rein, aber noch können wir da nicht viel machen. Upu out, Antarctic. Expedition bezüglich psychoaktiver Pflanzen. Okay. Gut, also wenn sich hier wahrscheinlich irgendeine Art, ja, Droge aus diesen Pflanzen hier gewonnen haben. Und dann kam es eben zu, naja, einer Art psychedelischen, vielleicht, einer Art psychedelischen Wirkung oder einer anderen Bewusstseinserweiternden. Ich glaube, so viel kann man daraus schon mal schließen. Irgendwelche Pillen. Hier auch nochmal alles ansehen. So, hier auch wieder. Schmerzmittel. Okay, ich glaube, wir können dann aber direkt weitergehen. Ich gehe nur auf Nummer sicher. So, genau. Okay, alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht, mit Ausnahme von Frank Gilman. Um 1.45 Uhr hörte plötzlich sein Herz auf zu schlagen. Sein Körper war eiskalt und ich konnte keinen Puls feststellen. Gerade als ich eine Herzdruckmassage durchführen wollte, öffnete er für einen Moment seine Augen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sein Herz tatsächlich nicht geschlagen hatte, aber es konnte nicht mehr als 5 Minuten gewesen sein. Und dann folgte das Ereignis, das uns alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Direkt nach seinem Erwachen sprach Frank Dr. Faust persönlich an. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn seine Stimme war dumpf und kaum verständlich, aber ich bin mir sicher, dass die Stimme, die ich vernommen habe, nicht Franks Stimme war. Als praktischer Arzt kann ich behaupten, dass dies bei einem Menschen in seinem Zustand nicht vollkommen unmöglich scheint, aber das, was ich hörte, klang in höchstem Maße verkehrt. Kein menschliches Organ sollte dazu in der Lage sein, solche Geräusche zu produzieren. Das hört sich nicht sonderlich gut an. Okay. Keines haben wir auch noch hier unten. So, dann muss ich jetzt aber hier nochmal durchsehen. Dr. DeWitts medizinische Aufzeichnungen 2. Standort der Upuout Antarktis Basis. Okay. Das hatten wir jetzt aber auch schon alles gelesen hier, nicht wahr? Ich habe Angst davor, jemanden davon zu erzählen. Ja, okay, das haben wir schon gelesen. Geheimnisse. Okay. Hört sich aber alles nicht sonderlich gut an, wenn ich ehrlich sein soll. Aber hey, wir haben ja auch mit nichts anderem gerechnet. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Oh je. Yeah. Das kann nur gut werden. So, da kommen wir gar nicht durch. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Wieso liegt denn hier eine Taschenlampe auf dem Boden? So. Da kommen wir aber auch gar nicht lang. Kantine? Oh, it smells awful in here. Tja. Wer weiß, wie viel Zeit vergangen ist, während wir da ohnmächtig in dem Raum lagen. Sieht nicht unbedingt appetitlich aus, aber ich denke, das ist alles relativ. Oh. Tee und Zucker haben wir hier. Töpfe. Kaffee. Und noch mehr Tee. Lässt sich natürlich auch nicht öffnen. Da sieht man auch nicht sonderlich viel. Die ganzen Reste liegen auch noch hier. Was ist denn hier passiert? Okay. Ansonsten gehen wir natürlich direkt weiter. Und erkunden weiter die Station. Das ist echt prädestiniert hier für ein Horrorspiel. Muss man schon sagen. Oder eben ein Film. Solche Antarktis-Stationen. Okay. Irgendwelche Kisten. Da kommen wir auch nicht weiter. Und hier solche Kapseln. Da ist aber nichts drin.
Okay, hier ist der Aufzug. Ich glaube, wir haben jetzt auch hier alle anderen Räume so weit abgesucht. Also können wir hier gleich mal weitergehen. Oh je. Dann mal los. Na schön. Das hatten wir ja schon durchgelesen. Und dann müssen wir mal sehen, wo der Aufzug hinführt. Ich rechne schon mit dem Schlimmsten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich angebracht. Okay, da wären wir. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier unten. Aha. Ein Baum hier unten. Na schön. Hat der schon etwas für sich? Okay. Wir sehen einfach mal weiter. So, Basisaufzug. Hier drüben. It's stuck. Das klemmt natürlich. Hier das Depot. Hier kommen wir wahrscheinlich. It's stuck. Auch nicht weiter. Mal diese kleinen Geräusche hier. It won't open. Hier, Achtung. Biolabor. Ah, da sieht man schon ein wenig was. Da kommen wir auch rein. Okay. Dann sehen wir uns da gleich mal um. Hier auch über dieses Symbol. Was mich immer ein wenig an die Sonne erinnert. Achtung. Nicht sehr gut. Okay. Ja, da will ich jetzt nicht unbedingt langlaufen. Wir gehen erstmal in das Biolabor. Natürlich. Oh, diese Schritte. Also, die kommen zwar von uns, aber... Das hört sich doch ein wenig merkwürdig an. Was liegt denn hier in der Luft? Okay, das ist offen. Schließen will er es auch nicht mehr. Okay. Das hier auch. Was ist das hier? Ah, eine der Pflanzen. Eine schwarze Katze. Eine schwarze Katze. Ja, gute Idee. Erstmal einatmen. Psychoaktive Substanz. Oh je. Diese schwarze Katze hier. Wir können mit der aber auch nichts machen. Wo kommt das denn her? Das ist mir nicht ganz geheuer. Ich will da doch nicht hinlaufen. Ja. Okay. Ist der... Nein, ich glaube, der Spuk ist noch nicht vorbei. So, jetzt erstmal
Boah, ich kann das hier überhaupt nicht zuordnen. Ich weiß noch nicht, was hier vor sich geht. Okay, diese Zeichnungen hier. Erinnert mich sehr an dieses Manuskript, das noch nicht dechiffriert wurde. Könnte sogar daraus stammen. So, das hier wollte ich mir auch noch ansehen. Hier sind noch mehr Pilze. Ja. Am besten atmen wir noch ein bisschen mehr davon ein. Dann können wir hier einen Trip schieben. Das ist sicherlich eine gute Idee. auf einer antarktischen Station. Einen psychedelischen Trip, ey. Gute Idee. Und jetzt darf ich natürlich durch die Dunkelheit zurücklaufen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Gut, also von der schwarzen Katze hatten wir ja schon gehört. Das bedeutet schon mal nichts Gutes, dass wir die gesehen haben. Ne, da ist echt... Ich sehe hier überhaupt nichts. Was zum... Okay, ich glaube, wir kommen hier aber auch echt nicht raus. Okay, dann müssen wir mal sehen. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Ach, ja. Würde mich doch besser entfernen. Okay, und hier? Yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Ah ja, das sagt er mir jetzt einfach so. Ist ja nichts Sonderbares. Typisch. Findet man ja immer so. Oh, yes. These are the pre-human species okay. We found frozen in a cave far south of the base. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir denn mit denen? So, hier sind auch noch welche drin. Liegen überall Taschenlampen. Okay. Die Lage hat sich hier ein wenig beruhigt. So, da kommen wir aber immer noch nicht durch. Aber wir haben ja noch einen anderen Weg. Wahrscheinlich vor uns. Hier noch mehr Pilze. Okay, aber mit denen hier... Oh, yes. Können wir nichts machen. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Naja, mal sehen, was mit denen noch vor sich geht. Kommen wir hier wieder raus? Ja. Dann würde ich nämlich jetzt mal der einen Schattengestalt folgen, der wir schon Bekanntschaft gemacht haben. Klappt immer noch. So. Ja, da kommen wir natürlich rein. Ah. I don't know if you can hear me, but I am trying searching to the only way. Hey! Hey, can you hear me? Das war's schon. Damn it! Who was he? Okay, der weiß aber schon mal. Da hat uns ja beim Namen angesprochen. So, letzte Unterhaltung wurde deinem Tagebuch hinzugefügt. Erstkontakt. Aufgrund starker Störungen konnte ich den Inhalt der übermittelten Nachricht zu meinem Bedauern nicht verstehen. Ich sollte wohl auf weitere mögliche Übertragungen achten. Und obwohl ich mir dessen nicht sicher sein kann, scheint es sehr wahrscheinlich im unteren Teil der Basis auf jemanden zu stoßen. Frank, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber Sie müssen... Ich versuche... Suchen Sie weiter. Das ist der einzige Weg. Okay. Achso, hier können wir sie sogar nochmal anhören. Das ist ja... sehr entgegenkommend. Alles klar. Okay. Okay, aber wir wissen schon mal, dass jemand noch zumindest am Leben ist. Das sind schon mal gute Ausgangsbedingungen. So. Der Linkaufzug ist einsatzbereit. Wir können damit jetzt sowohl den Turm als auch die unterirdischen Etagen der Basis erreichen. Die Lagerausrüstung ist und die Teile für die transportablen U-Boote werden zum ersten Lager gebracht. Turmbasis Höhleneingang. Okay, also hier. Turmbasis Höhleneingang. Das wird ja ein Spaß. So. Hoch oder runter? Das ist hier die Frage. Looks like I need something to get this elevator to work. Tja. Es ist nur die Frage, wie wir das machen. Ich meine, wir haben
What was the need for such security measures? Handfunkgerät, Taschenlampe und die komischen Handschuhe. Das heißt, da werden wir erstmal sehen müssen, wie wir weiterkommen. Sonst hat er hier auch nichts. Ja. Lagerausrüstung, die Teile Transport haben, U-Boote. Wir gehen erstmal zurück. Was bleibt uns denn anderes übrig? Und dann müssen wir wohl noch weiter nach unten eventuell. Wie tief auch immer das hier gehen kann. Genau, das haben wir uns ja auch schon angesehen. Tja, sehr schön alles hier. Ich meine, sehr desolat, aber das hat ja schon eine gewisse Schönheit an sich. Okay, ansonsten können wir wieder nach oben gehen. So, ja, das haben wir natürlich erstmal eingeatmet. Sicherlich eine gute Idee. Da kommen wir auch nicht rein. Also gut. Hier wieder die Pflanzen. Und hier die Karte. Also gut. Das nehme ich mal so hin. Da müssen wir dann später gucken. Und da kommen wir wieder nach oben. Depot, da kamen wir auch nicht weiter. Dann gehen wir erstmal nach oben. So. Einmal betätigen. Außer natürlich, ich habe da unten irgendwo einen Hebel oder etwas dergleichen übersehen. So. Das ging relativ schnell. Ob mir das jetzt gefällt, ist die andere Frage. Ja, ich höre schon ein Klopfen. Wunderbar. Kamen wir auch nicht durch. Okay. Wir gehen einfach mal hier lang. In der Hoffnung, irgendetwas zu finden, das uns hier weiterhilft. Aber ich glaube, hier hatte ich mich dann doch ganz gut umgesehen. Da kommen wir auch noch durch. Es ist natürlich die Frage, ob sich hier bei den Wohnräumen etwas getan hat. Es sind ja noch einige geschlossen. So, sehen wir mal nach. Das haben wir uns ja auch schon alles angesehen hier. Da kommen wir nach wie vor nicht durch. So. Tagebuch. Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall erstmal Ausschau halten. So, weg damit. Ja, hier hatte ich mich auch umgesehen. Also eigentlich steht ja jetzt noch der Raum hier offen. Also hier kommen wir ja nirgendwo rein. Und unseren eigenen Schlüssel. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Ja, wo können die denn sein? Das wäre jetzt mal ganz... Hui, interessant zu wissen. Und hier... haben wir immer noch den Spaß hier. Bei denen die Frage ist, wie wir das denn einstellen müssen. So. Ah, nee. Probier hier nur ein wenig rum. Ah. Okay. Und jetzt nochmal der Spaß. Ich versuche das gerade quasi mit diesen roten Signalen da in Einklang zu bringen. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können.
So. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus mit der... Ah, okay. Das ist beängstigend. Sieht er